Richtig, jetzt können wir schon in die Begegnung reingehen. Copenhagen Wolves gegen Millennium. Copenhagen Wolves, das Team, was ungewöhnliche Picks ausgepackt hat. Woolite konnten wir mit Kogma sehen und Airwakes mit Yorick Jungle. Diesmal aber stark am Meta orientiert. Die ganze Truppe, auch Millennium hier gut dabei. Wir haben jetzt ganz kurz darüber geredet, dass natürlich Curb eine mutige Entscheidung getroffen hat mit dem Yasuo, das bedeutet, oder beziehungsweise gegen den Yasuo. Aber man muss auch hier dazu sagen, dass natürlich Six trotzdem alles in allem ein sehr, sehr starker Champion ist. Er kann nicht belagert werden, er kann sehr, sehr gut Gegner mit seinen Bomben unter Druck setzen. Und man hat ja auch immer wieder mit Kevin die Möglichkeit, da einen Kampf zu initiieren. Und das ist, denke ich, so der große Vorteil, den man mitbringt. Diese Teamkomposition hat den quasi schon zwei Siege gebracht. Ja, ich denke, das ist so die große Gefahr, die Copenhagen Wolves an der Stelle hat. Sie haben wieder einen AD-Carry mit einer geringen Reichweite. Ja. Das ist schon mal extrem schwer, dann einen Tower zu pushen und probieren, den einzureißen, weil du kommst einfach nicht ran. Wenn du dann noch einen Six im Gegnerteam hast, wird es noch schwieriger. Interessante Wahl. Das haben wir auch schon von Kevin Palmer gesehen. Er hat sich wirklich für das Aufdeckungstrinket entschieden. Für das Blaue. Kann damit also hier damit gut umgehen. Es war, denke ich, eine coole Idee, dass man hier versucht, mit dem Hook auf die andere Seite zu kommen. Aber wie gesagt, das Team von Copenhagen Wolves hat das wunderbar gelesen. Also diesbezüglich schon mal kein Problem. Mal sehen, wie das Matchup quasi wird. Du hast ja kurz erwähnt, dass natürlich Graves eine unglaublich geringe Reichweite mitbringt. Wie könnte denn die Botlane-Kombination sein? Weil Leona hat halt Probleme gegen Thresh. Gerade das Flay ist da so ein unangenehmes Werkzeug. Es gibt aber auch viele Leona-Spieler, die versuchen natürlich mit der Ultimate den Kampf zu initiieren und damit sehr, sehr gut landen. Wobei, ja, naja, es wird auch wahrscheinlich nicht sehr. Ja, also an sich, ich denke, wir werden hier keine Duo-Lane sehen, die nope. Gegner spielen. Es wird also der Lane-Swap geforst. Hier sieht man gleich mal direkt, Yasuo kann halt auf Curb drauf springen und wenn er dann gleichzeitig wieder raus, ohne dass Curb da ihm noch irgendwie viele Autotags mitgibt, dann ist das auf jeden Fall ein klarer Gewinn für ihn. Ja, Botlane-technisch, ich denke, irgendwann werden die beiden aufeinandertreffen, aber es ist an sich... Ich frage mich, warum Millennium den Lane-Swap an der Stelle erzwingt, weil sie selber, denke ich, die bessere Kombination haben für die Botlane. Aber sie werden wahrscheinlich da irgendwie noch einen gewissen anderen Plan dahinter haben. Richtig, also man hat ja unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen ist es jetzt so, dass halt Trundle sich nicht gerade wohlfühlt, da kommt dann gar kein Gold an. Bei Shyvana hast du ja ganz kurz erwähnt, also sie natürlich in der Lage mit zu Jungle, beziehungsweise läuft jetzt ja ohnehin die ganze Zeit zu zweit mit ihrem Kumpan rum, also Cotton Eggs da sehr, sehr fleißig dabei. Wir sehen ja schon, dass natürlich da jetzt ebenfalls die gleiche Strategie bei Copenhagen Wolves geplant ist, aber natürlich beide jetzt nicht Level 2 sind, beziehungsweise Airwakes Level 3 bereits ist. Das heißt, man versammelt sich unten und zu viert auf der Botlane. Und es wirkt auch so, als ob das Team von Millennium oben eher die Lane einfriert und diese nicht massiv pusht. Why? Ja, das ist der neue Lane-Swap. Also man neigt nicht mehr dazu, zu viert zu pushen. Auch wenn Copenhagen Wolves das jetzt macht. Es ist einfach so, du brauchst einfach viel zu lange. Und dann ist es so, dass in der Zeit, wo du zu viert pushst, meistens der gegnerische Toplaner mit dem gegnerischen Jungler zusammen farmt und so beide mehr Erfahrung kriegen als das Pendant auf der anderen Seite. Weil die stehen ja hier zu viert und teilen sich einfach alles. Dazu kommt ja, dass der AD Carry auch noch weniger CS bekommt, also Creighton sollte aus dem Lane-Swap mehr Farm haben. Jetzt wird es natürlich, das ist immer der spannende Punkt an dem neuen Lane-Swap. Wird es schaffen, das Team, was eben nicht so extrem krass pusht, ihren zweiten Turm zu verteidigen. Das ist der wichtige Punkt eigentlich. Wenn sie das schaffen, dann ist es auf jeden Fall extrem gut für sie. Wie gesagt, weil der AD-Carry in der Zeit einfach refarmt, während der gegnerische sich alles teilen muss. Ja, sieht aber ganz gut aus. Also Woolite ist da schon ein bisschen überlegen, also noch, muss man sagen. Und auch Youngbug will hier so gut wie es geht hier noch den Turm verteidigen. Muss sich natürlich wirklich viel gefallen lassen. Also das ist natürlich klar, bringt keine Reichweite mit. Lucian kann das gut ausnutzen, aber sie liegen jetzt einen Turm zurück, das ist offensichtlich. Versuchen natürlich trotzdem noch an ihr Gold und so weiter ranzukommen. Auch Curb, ich will nicht sagen, er hat sich erholt, aber es ist trotzdem sehr, sehr schmerzhaft für ihn. Aber vom Farm her sieht es zumindest alles sehr ähnlich aus. Jerry will jetzt hier nochmal versuchen, den Gank durchzubringen. Hier wurde Counter schon mal rumgeworfen, aber es reicht nicht aus. Kann da also noch locker entkommen. Bezogen auf Curb, was wäre denn vom Itembild her günstig? Weil es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Normalerweise Athene's Unholy Grail, der totale Standard, der braucht halt die Regeneration. Lohnt es sich so früh schon auf ein Hourglass zu gehen? Ich denke, Hourglass würde sich nicht holen. Hier muss jetzt erstmal Yasuo aufpassen, aber für ihn natürlich
kein Problem, wenn er seinen Knock-Up hat. Kann er nicht so leicht gegankt werden. Ja, ich denke, er wird sich vermutlich eine Träne holen. Es kann sein, dass er sich einen Athens holt, wegen Evelyn, aber ich denke es eher nicht, weil Evelyn nicht mehr so viel magischen Schaden macht, viel mehr physischen eigentlich. Und deswegen lohnt es sich da, mehr auf die Träne zu gehen, weil sonst sind es einfach, ja, verschwendetes Gold. Du kaufst die Magieresistenz und der Gegner macht keinen magischen Schaden, ist natürlich immer nicht so sinnvoll. Richtig, also dahin gehen natürlich auch unangenehm. Aber die Cooldown-Reduction, die Athens natürlich gibt, ist super essentiell. Also da muss er schauen, dass er das in irgendeiner Form ausgleicht. Wir haben das schon verschiedene Builds gesehen, wo dann vielleicht noch trotzdem auf den Codex oder ähnliches gesetzt wurde. Oder hier natürlich Creighton jetzt ein bisschen Probleme bekommt. Das ist aber nicht genügend Crowd-Control zur Verfügung. Das war nicht schlecht gemacht von beiden Seiten, muss man sagen. Also der Eiswald da schon mal gar nicht so schlecht platziert, aber Young Buck natürlich nicht in der Lage, hier Creighton richtig zu vertreiben. Und das war so die Problematik, was sich aber bezogen auf den Farm noch nicht richtig äußert. Also Kevin, ein kleines bisschen voraus, aber es ist jetzt kein dramatischer Wert. Ja, Kevin hatte es nicht geschafft, seine Lane einzufrieren. Das war das Hauptproblem. Denn normalerweise möchtest du nach dem Lane-Swap als Top-Laner deine Lane möglichst nah an deinem Turret einfrieren. Und somit hätte der gegnerische AD-Carry keine Chance mehr zu farmen. Denn auf der Top-Lane steht sein Top-Laner, den willst du jetzt auch nicht vertreiben, so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt wieder da, du kannst jetzt wieder gehen und ich nehme die Farm. So, und gleichzeitig Bot-Lane, du musst einfach viel zu nah rangehen oder viel zu tief auch ins Gegnergebiet, um dir diese Minions zu holen. Das ist halt so das Problem. Ich denke, die Lane hat wahrscheinlich einfach schon gepusht und deswegen konnte Kevin die nicht freezen. Hier sehen wir schon, dass auch Airwax die ganze Zeit auf der Top-Lane bleibt. Hat natürlich Vor- und Nachteile, muss man sagen. Also er kriegt natürlich einen ganzen Batzen Erfahrung mit dazu. Also das mehr oder weniger for free. Können wir schon bemerken, dass Kirk bereits seine Ultimate eingesetzt hat. Hat sich natürlich um die Vasallenwelle da ohne Probleme gekümmert. Also da ganz schnell erledigt. Dieser Pink war das wirklich schön platziert, muss man sagen. Konnte jetzt Airwax da beobachten. Und das ist auch so ziemlich die einzige Möglichkeit, sich vor Evelyn zu schützen. Ja, mit Pinkboards, das ist so, die, wie du schon sagtest, die Chance, quasi überhaupt Evelyn zu sehen. Das Problem ist, je öfter Teams Pinkboards stellen, desto klarer wird es, wo sie die stellen. Das ist nämlich so, normalerweise hat man das ja immer in den kleinen Büschen, im Fluss gestellt. Macht man jetzt nicht mehr. Und hier, JB muss aufpassen. Oh, schön hier mit dem Hook gearbeitet. Also könnte da eventuell so... Wow! Jetzt kommt der da von oben runter. Das sah schon mal nicht schlecht aus. Was war das denn bitte? Ihn hat auf jeden Fall... Also ich muss sagen, dieser Eisknoben hat ihn auf jeden Fall wegkatapultiert. Ich glaube, er ärgert sich da auch ein bisschen, dass er etwas die Kontrolle über das Spiel verloren hat. Ja, auch Kirby hier mittlerweile in Gefahr. Wurde da nochmal in der Luft gestunt. Leona zwar ohne Ultimate am Start, aber da reicht auf jeden Fall das Erschöpfen aus. Schön gemacht. Hulait ordentlich hier natürlich die Turmschüsse kassiert, aber das Ganze überstanden. Kopenhagen Wolves nun jetzt schon ein ganz schönes Stück vorne und sind jetzt auch eventuell in der Lage, sich um den Drake zu kümmern. Ja, großer Vorteil von Yasuo, wenn er seine Windwall macht, dann greift der Dragon dich zwar an, aber du kriegst keinen Schaden. Das ist also schon mal nicht schlecht. Das kompensiert so ein bisschen die fehlende Fähigkeit von Evelyn, den Drachen in den Early-Phasen des Spiels zu tanken. Und ansonsten von Kopenhagen Wolves, sie rotieren im Moment extrem gut. Erst waren sie auf der Top-Lane, holen sich dort einen Kill, dann kommt die Bot-Lane in die Mitte, holen sich noch einen Kill und in den Dragon endet das Ganze dann sehr schnell. Von daher super gemacht. Ja, wir waren bei den Pinkwards. Wie gesagt, Pinkwards, du musst irgendwann anfangen, die Pinks an schlechtere Positionen zu stellen, weil wenn du es immer dahin stellst, wo es am besten ist für dich, dann ist es natürlich klar. Dann denkt jeder, okay, da steht garantiert ein Pink. Ich gehe da entweder gar nicht lang oder ich gehe gleich gucken und zerstöre den. Deswegen neigen echt viele Teams dazu, jetzt immer ihre Pinkwards an Stellen zu platzieren, wo du es eigentlich gar nicht möchtest. Oh, Airwax hat hier ein Riesenproblem. Muss auch von seinen Verbindungen hochgreifen. Aber da kommt hier nochmal Cotton-X dazu. Kriegt ja zwar noch den Kill, aber muss ebenfalls sein Leben dafür büßen. Mehr oder weniger Team. Oh, nicht schlecht gemacht von Kevin, aber leider die Positionen da getauscht. Unlimited kommt da weg. Das gleiche gilt aber auf jeden Fall nicht für Kauthard. Er wurde da gnadenlos nochmal erledigt. Wichtig natürlich für Critten, dass er an seine Kills kommt. Vor allen Dingen Millennium liegt ja noch ein kleines bisschen zurück. Also es wird hier dramatisch. Ich denke, Kevin hätte sich um Unlimited kümmern können, aber diese Ultimate waren ein bisschen übertrieben, muss man sagen. Ja, beide Top-Laner haben ihren Teleport benutzt, um da rechtzeitig zu kommen, hatten aber keinen wirklichen Impact. Also der Kampf war eigentlich schon so gut wie vorbei, bevor sie da waren. An sich man hat schon wieder so eine schöne Kombination gesehen. Yasuo hat viele Champions
getroffen mit seinem Ultimate. Allerdings hat er noch nicht den Schaden, dass er da wirklich 1 gegen 5 alles zerlegt. Deswegen muss er da noch ein bisschen aufpassen. Wäre auch ein sehr unangenehmer Moment, wenn er das jetzt schon könnte, muss man sagen. Ich bin in der Lage, 5 Leute zu vernichten. Ist natürlich in bestimmten Setups auf jeden Fall gegeben, gerade dann, wenn die Goldwerte stimmen. Und du hattest vollkommen recht, was das Itembild von Körper angeht, wenn wir da noch einen kleinen Blick drauf werden. Er hat sich für die Tränen entschieden. Weiß natürlich, okay, meine Mana-Probleme kann ich dadurch kompensieren und vielleicht dann früher oder später doch ein bisschen mehr Rüstung stapeln, um ganz einfach die Möglichkeit zu nutzen, gegen Kautert anzukommen. Wobei es natürlich gegen Yasuo so mittelprächtig ist. Gerade wenn man die Ultimate bedenkt, die natürlich einfach nur Rüstung in großen Teilen ignoriert. Bezogen auf die Toplane kann man sehen, klassisch natürlich, dass Yamba sich dafür entscheidet, das Blade of the Ruined King sehr, sehr schnell zu holen. Aber wieso geht Kevin hier ebenfalls nicht die Variante, sondern versucht wirklich möglichst viel Tankiness aufzubauen? Ich denke, bei Millennium ist es so, sie haben ja den Six. Wenn sie also schaffen, ins Midgame oder ins Late Game zu kommen und even zu sein, also wirklich das gleiche Gold zu haben, die gleichen Level, also nicht irgendwo extrem im Nachteil zu sein, dann werden sie damit gewinnen, weil einfach Kopenhagen Wolves haben keine Antwort auf den Six. Und deswegen denke ich, geht Kevin eher eine Tanky-Variante, anstatt auf Damage zu gehen und eher auf Teamfights, dass er probiert, da irgendwie noch ein Carry zu sein in den Early Fights. Du musst das einfach nicht sein. Du brauchst einen Tank, dass wenn du jetzt irgendwo zurückfällst oder Kopenhagen Wolves einen Kampf erzwingt, dann muss es so sein, dass es jemanden gibt, der quasi alle noch zurückhält und auch mal 4 einstecken kann, bis halt Six an diesem Punkt kommt, wo er einfach die Waves klärt und einfach nicht mehr aufzuhalten ist. Richtig, und da hat natürlich Kevin dahingehend eine weise Entscheidung getroffen. Macht ihn aber auch ein bisschen verwundbar gegen Youngbug. Er wird sich dann freuen, seine Ultimate auf jeden Fall auf ihn einzusetzen. Nicht nur die natürlichen Werte, die er ohnehin stehlen würde, was bei Shyvana ja der Fall ist, sondern natürlich auch so ein bisschen das Sunfire, beziehungsweise die gesamte Kompensation schwächt. Oh, schönes Flash auf jeden Fall von Jerry. Konnte da dem Solar Flare ankommen, aber jetzt zieht er eventuell den Tod zu sich. Woolite hier mit dem extremen Schaden. Jemand muss sich dafür Scarling stellen, das reicht aber nicht aus. Critten kriegt da den Kill wieder, trifft hier wunderbar. Der ließ Sinn seine Vieh. Die Frage ist, ob er noch näher rankommt. Woolite noch vergleichsweise lang. Der Kick hat auch nicht ganz funktioniert. Man kann sich aber hier auch ohne Probleme um Unlimited kümmern. Also 2 Leute da vernichtet. Jerry, das einzige Opfer. Körb will da noch näher kommen. Hat ein bisschen Rauch im Gesicht. Aber das ist aber schon der Grund. Hat da schon eine Bombe verfehlt. Muss da hier auf jeden Fall mit seinen Latschen noch näher kommen. Macht das aber auch wunderbar. Schön platziert. Woolite da erneut das Opfer. Und ja, Körb kommt nicht nur an seinen Farm, wo er immer noch countert überlegen ist, sondern auch an die Kills ran. Und das ist jetzt etwas sehr, sehr Bedrohliches. Das war sehr wichtig für Millennium. Vor allen Dingen, sie haben auch den Tower oben nicht verloren. Körb hat mit seinem Ultimate einfach komplett die ganze Wave geklärt. Und das ist einfach, das war so sehr wichtig eigentlich. Du willst so lange wie möglich deine Türme behalten als Six. Oh Gott. Das kannst du ja auch. Dieser Jerry, der hat es halt, glaube ich, mit den Pillars auf jeden Fall nicht so gut. Läuft sogar durch den aktuellen einfach durch. Also, er kann sich mit diesen auf jeden Fall nicht anfreunden, muss man sagen. Hat nicht nur schön ausgesehen, sondern ihn wahrscheinlich auch für einen kurzen Moment selbst gefreut. Aber das stimmt schon. Also den Tower zu halten, und das machen vor allen Dingen auch Six-Spieler sehr, sehr häufig. Die Ultimate hat keinen überragenden Cooldown und macht einfach 400% mehr Schaden an Minions. Also die Welle der Vasallen ist dann auch sofort vernichtet. Also kein Problem für ihn. Kümmert sich auch hier um den Blue Buff. Ist, denke ich, kein Problem. Was man noch an dem Itembild sieht, er geht wirklich nicht auf das Hourglass. Er hat keine Bedenken, gegen Kautar direkt in den Kampf zu gehen, sondern Rabadons wird, denke ich, so sein Hauptziel sein. Ja, solange er sich nicht schlecht positioniert, wird er eigentlich nie in Gefahr laufen, irgendwie leicht zu sterben. Weil Yasuo kommt nicht an ihn ran. Das ist so sein Hauptproblem. Und dann, eigentlich haben sie nur die Chance, Six zu töten, wenn er so nah dran steht, dass Leona ihr Ultimate auf ihn bringt. Nur dann. Aber das sollte eigentlich nie der Fall sein. Deswegen, Six kann hier wunderbar einfach auf Full Damage gehen und die ganze Zeit von hinten aus sicherer Entfernung die Gegner mit seinen Bomben so zu Tode nerven, dass sie einfach gar keine Chance haben, irgendwie in einem Teamfight ordentlich zu agieren und da eine Gefahr zu bilden. Kann man schon sehen, dass jetzt genau so in dem Moment entstehen könnte. Körper halt wunderbar in der Lage, auch das den ganzen Bereich einfach zu verminen. Die Eingänge zu dem Drake sind halt relativ klein, somit auch die Möglichkeit gegeben, seine Minen da reinzusteuern und eventuell natürlich hier gewisse Zonen einzurichten, wo man ganz einfach erstmal nicht hin kann. Sie bleiben aber vorsichtig. Also Millennium scheint ja auch wirklich den Drake hier abgeben zu wollen.
keine Anstalten, ihn irgendwie herauszufordern. Das ist aber auch eine interessante Entscheidung. Sie sehen sich anscheinend wirklich weit zurück, aber es hat nicht ausgereicht. Hier können wir schon sehen, dass es eventuell der Fight um einen Gage oder Codenex wird hier ordentlich gewonnen. Aber Jambak wurde sofort zerrissen. Jetzt aber Körb komplett out of position. Wird da auch gnadenlos abgeholt. Wulet macht da hier sein Auto-X. War wunderbar, aber er ist der einzige Überlebende zur Zeit. Das heißt, Körb zwar gefallen, der Rest aber vergleichsweise kräftig. Natürlich hier Millennium jetzt gut dabei, konnten zwar den Drake nicht bekommen, aber hier mindestens 4 Leute und natürlich auch den Tower. Ja, mit dem Drake, du willst eigentlich als Six nicht unbedingt um jeden Drake kämpfen, du brauchst ihn nicht unbedingt. Was viele vergessen ist, wenn du für einen Drachen gehst, dann gruppierst du dich als Team. Und dann kann Six einfach jeden mit seinem Ultimate treffen, das ist sehr viel Schaden. Man sieht es einfach hier, es kam schon mal richtig viel Schaden auf alle drauf. An sich, Six steht hier richtig schlecht. Er stand wirklich nicht gut. Hat auch sein W nicht dazu benutzt, um wegzukommen. Es hätte also viel härter oder viel schlimmer für ihn ausgehen können. Aber sein Team, er konnte sich da auf sein Team verlassen. Die Gegner waren einfach viel zu low schon. Und dadurch konnte Millennium mit den Mitteln, die sie hatten, auch ohne Six den Kampf eigentlich ganz leicht gewinnen. Richtig, und vor allen Dingen ein 4-4-1 ist schon ein sehr, sehr unangenehmer Wert. Man merkt es auch in den Kills, dass jetzt Millennium trotz der globalen Schwäche, die sie zwischendurch hatten, immer noch in der Lage sind, hier in Führung zu gehen. Man muss halt schauen, dass man gerade auf der Botlane, gerade Creator, ein bisschen mehr Farm irgendwie zusteigt. Jetzt steht zwar mit 206 wirklich gut da, Wulite natürlich auch schon einige Kills geerntet, ist kein Problem, aber er farmt halt wesentlich solider und hat ja fast 40 CS mehr. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Wert, wo man quasi auch vorsichtig sein muss. Sicherlich ist Graves bezogen auf das Late Game nicht der überragendste Champ, muss man sagen. Es kommt dann darauf an, wie inwiefern halt die Gegner auf seiner Seite natürlich klumpen. Aber ich rechne da Creighton ein bisschen mehr Effektivität zu, gerade dann, wenn er sein Trinity Force in der Hand hält. Ja, Creighton, es wird interessant, wie viel Impact er hat im Spiel, weil eigentlich, er muss auch gar nicht mal so viel machen. Er muss nur sicher stehen, aber das Gute ist, er kann auch relativ stark in die Gegner reingehen, ohne dafür sehr gepunished zu werden, außer an der Stelle. Außer an der Stelle war er doch ein bisschen out of position. Aber es ist wichtig, dass er reingeht, wenn er sein Team bei sich hat. Das ist immer wichtig. Weil selbst wenn er stirbt, wenn sie alles auf den AD-Carry werfen, dann haben sie nichts mehr für Six. Und dann gewinnen sie, weil Six einfach so das absolute Biest ist. Er hat jetzt schon seine Rabadons. Er wird so viel Schaden machen später. Das heißt, wenn er nicht sofortig stirbt einfach, dann wird er einfach den Teamfight entscheiden, indem er die Gegner Stück für Stück einfach runterpaukt. Und sie haben ja keine Heals, keine Schilde. Sie bis auf das Yasuo-Schild können sie haben eigentlich nichts, wodurch sie sich da wirklich verteidigen können. Richtig, den Kampf zu suchen ist da ihr Ziel. Wie gesagt, Unlimited hat dann den großen Vorteil mit Leona, wie du es bereits besprochen hast, dass er da mit einer Ultimate reingehen kann. Und zur Zeit ist es so, dass Körb zwar viel Schaden macht, gerade mit Rabadons ist das offensichtlich, aber er hat auch keine Cooldown-Reduction, das heißt, seine Abklingzeiten sind noch relativ hoch, er kann seine Fähigkeit nicht so oft einsetzen, wie er sich wünscht. Und darauf muss er auf jeden Fall noch zusteuern, weil dann wird er nämlich besonders bedrohlich, wenn es darum geht, halt größere Objekte in irgendeiner Form zu belagern und dann natürlich entsprechend auch siegreich davon zu ziehen. Top-Lane-Turm, immer noch nicht gefallen. Also, Kopfmann-Wurfs tun sich da schwer, Sich und Kürbitz auf ebenfalls da. Würde mich nicht wundern, wenn er sogar die Bombe reinhaut. Hat ja nicht mehr viel zur Verfügung. Hier Ultimate sofort draufgegangen, aber wir sehen schon, dass der Counter guten Schaden macht. Kürb selber hat keinen Mana mehr zur Verfügung, aber er zieht sich wirklich zurück. Sieht er natürlich schon die Gefahr wieder. Ruhe mit dem Pillar gearbeitet. Jerry hat da einfach kein Glück. Wird da jedes Mal so ein kleines bisschen von dem Eisberg fokussiert. Sieht das natürlich jetzt alles sehr, sehr ausgeglichen aus, gerade wenn man die Gesamtgoldwerte anschaut, aber die Kopfmann-Wolves wollen auf Teufel komm raus natürlich die Türme vernichten. Müssen sie auch. Sie müssen weiter Druck machen. Das ist, sie dürfen nie quasi die Kontrolle weggeben. So wie es Gambit im ersten Spiel gemacht hat. Es darf nicht sein, dass Kopfmann-Wolves Millennium die Kontrolle gibt, weil dann wirst du verlieren an der Stelle. Sie müssen also das Spiel die ganze Zeit selber steuern. Sie müssen entscheiden, wann machen wir was. Wann wird um den Drachen gekämpft und wann wird um welchen Turm gekämpft. Oh, hier sehen wir schon, Kevin kriegt da volle Wucht die Ultimate. Er hält aber auch einiges aus. Also kann sich gegen Gautern mehr als behaupten. Reißt ihn da auch gnadenlos ab. Hat er natürlich den Bürstschaden der Ultimate überschätzt. RX hat sogar überlegt, drüber zu flashen. War natürlich eine gute Entscheidung, um den Kill zu holen. Aber Unlimited denkt sich wahrscheinlich, toll, ich war in der Nähe, mein Kumpane. Wir hätten ihn gemeinsam erledigen können.
Ein bisschen ärgerlich natürlich schon, trotzdem wichtig, dass man auf der Seite von den Kuppen nochmal in der Lage war, eine Tötung zu ergattern. Und das Spiel ist immer noch sehr ausgeglichen. Also wenn man das globale Gold anschaut, ist es kein Problem. Man muss halt wirklich aufpassen, dass da Körb nicht zu kräftig ist, denn er ist derjenige, der nicht nur viele Kills hat, sondern auch viele Assists abgegriffen hat. Und Creighton fühlt sich natürlich auch noch vergleichsweise wohl, wobei er an den Farm einfach von Wulite nicht mal ansatzweise rankommt. Also er macht das wirklich gut. Als AD Carry in der 20. Minute 191 CS zu haben, ist wirklich ein sehr robuster Wert. Und er geht doch hier offensichtlich das Legolas-Bild. Ja, Wulite macht das sehr gut an der Stelle mit dem Legolas-Bild. Dieser passt genau in diese Kombination rein. Du willst gerade als Kopmangus, willst du jetzt das Gegnerteam einfach direkt runterbürsten. Du musst unbedingt versuchen, mindestens einen der Gegner direkt am Anfang des Kampfes rauszunehmen, dass der Kampf kein 5 gegen 5 ist, sondern ein 4 gegen 5 von Anfang an. Also ein 5 gegen 4 in der Hinsicht. Dass du einer mehr bist. Du willst direkt einer mehr sein, denn dann gewinnst du. Wenn du es nicht schaffst, jemanden direkt rauszunehmen, sieht es schlecht für dich aus. Und da ist es natürlich perfekt, wenn Graves auch nochmal so einen richtigen schönen Burst mit reingibt. Das macht sich natürlich extrem gut dann. Dann macht es vor allen Dingen auch viel leichter dadurch. Oh, Kevin muss die Laterne nehmen, schafft das auch. Kommt er noch in aller Ruhe weg. Wir sehen jetzt schon, dass natürlich trotzdem die Ultimate for Airwax jetzt draußen ist, auch Unlimited, wird mit seinem Solar Flare nicht mehr arbeiten können. Das heißt, Ultimate-technisch ist Millennium hier mit einem riesen Vorteil dabei. Suchen jetzt natürlich den Kampf. Ist ja die Frage, wie man den am besten initiiert. Sehen schon, dass man mit dem Pillar gut arbeiten kann. Kann da hier ohne Probleme so noch Kevin. Wird er hier Wulite so ein kleines bisschen unter Druck setzen können? Ist die Frage, wie wird er hier Auto vor sich gemacht? Wunderbar mit dem Kick hier gearbeitet. Das heißt, er geht auf jeden Fall down. Man kümmert sich jetzt um Cotton X. Also keine Chance. Wunderschöne Yasuo, der aber es reicht nicht aus. Wirft zwar hier einen nach dem anderen hoch. Aber das ganze Team kann nicht folgen. Da muss ich sagen, wäre die Ultimate von Leona natürlich sehr nützlich gewesen. Hat aber nicht funktioniert. Millennium holt sich nicht nur drei Leute und verliert lediglich einen, sondern können hier auch den Drachen für sich behaupten. Smite ist da gar nicht von Null. Es war einfach niemand auf Six in dem Teamfight. Six konnte die ganze Zeit machen, was er wollte. Wir sehen es jetzt hier gleich nochmal. Einfach mal direkt auf Six achten. Er steht da an der Seite, wirft seine Bomben. Boah. Wirklich niemand probiert irgendwas gegen ihn zu tun. Und das kannst du dir nicht erlauben. Hier wäre es fast nochmal gut gegangen für Kopmagen Wolves, weil Yasuo hat einfach sehr, sehr viele Leute getroffen. Aber es war einfach zu spät. Während Millennium noch fast ihr ganzes Leben hatte, war Kopenhagen wusste schon so gut wie vorbei. Da kam einfach nicht mehr viel. Und da konnte selbst dieses geniale Yasuo-Ulti da nichts mehr machen. Richtig, die müssen schauen, dass sie das ein bisschen besser kombinieren. Gerade das Potenzial, was ihre Ultimate zur Verfügung hat, bis auf Trundle, sag ich mal, erst dann halt etwas egoistischer. Aber Airwax kann da halt volle Wucht reinsteuern. Das gleiche gilt halt für Unlimited. Und sie haben natürlich versucht, das Feuer irgendwie zu reißen. Aber ich gebe dir auch vollkommen recht. Wenn Körb natürlich in der Lage ist, hier einerseits auch mit der Bombe so viel Flächenschaden zuzufügen, dass natürlich schon sehr viele vorher ihr Leben, nicht ihr Leben lassen, aber halt ordentlich ihr Leben verlieren, wird das unangenehm werden. Oh, da auch Kauter hat ein bisschen zu spät, konnte hier das Rückporten mehr oder weniger nicht abbrechen. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen die Zeit, schauen nochmal auf das Itembild. Das Spiel beruhigt sich ja etwas. Können Sie bemerken, dass wieder das Omen auf dem Bruisern sehr, sehr beliebt ist. Und Kevin zieht es auch durch. Also er geht wirklich das super, super defensive Bild in Blade of the Ruined King noch lange nicht zu sehen. Ja, er muss ja einfach nur lange überleben. Je länger er überlebt, desto mehr Zeit verschafft er seinem Carry. Weil solange er da ist, kommen die Gegner an ihm nicht vorbei und können nicht auf Six und auch nicht auf Creighton gehen, auf Lucian. Von daher ist es, denke ich, die bessere Wahl. Er muss selber gar nicht viel machen. Ich bin jetzt hier ein kleines bisschen bedroht, kriegt aber auch trotzdem einiges an Schaden. Ultimate ist ebenfalls draußen, auch versucht die Airwax noch dazu zu bekommen. Oh, nochmal hochgeworfen. Die Frage ist, kommt der weg? Burnout natürlich schnell genug. Das war eine relativ knappe Sache, muss man sagen. Haben sie wirklich eine hohe Investition betrieben. Aber ich denke, der Flash-Verlust für Kevin ist nicht allzu tragisch. Er wird seine Ultimate in geraumer Zeit wieder zur Verfügung haben. Und er muss ja wirklich nur eine Bedrohung für Wulite darstellen. Wo man auch in dem letzten Fight auf jeden Fall Cotton X hervorheben muss, er hat ihn ja wirklich in das eigene Team gekickt und war damit in der Lage, sich sehr schnell um Graves zu kümmern, was er natürlich auch nicht will. Er kann mitten im Fight überleben in der Passiven, das ist klar, aber natürlich nicht ewig. Ja, Graves ist wie jeder andere AD-Carry auch. Du willst natürlich nicht im Gegnerteam drin stehen. War also gut gemacht von Cotton X, ihn da so reinzuschmeißen. Man muss noch ein bisschen gucken, dass gerade das Team von Kopenhagen Wolves, sie sind halt so, sie haben das Problem, dass sie einen Fight engagen müssen. Und sie haben zwar viel Schaden, aber es dauert meist zu lange. Sie müssen also wirklich gucken,
dass sie es schaffen, den perfekten Moment zu finden. Und das macht es immer so schwierig, weil der Gegner wird natürlich nicht sagen, hier, komm, wir stellen uns mal so auf, dass das klappen wird, sondern der Gegner versucht natürlich, das auch zu verhindern. Deswegen hat es an der Stelle Millennium leichter, weil sie einfach nur reagieren müssen, während Kopenhagen Wolves, sie müssen agieren. Sie müssen wirklich diejenigen sein, die da die Situation erschaffen, dass man überhaupt diesen perfekten Teamfight haben kann. Wobei man ja auch sagen muss, dass natürlich agieren den großen Vorteil, da man der Initiator ist. Also zu reagieren bedeutet ja auch, dass man entsprechend schnell sein muss und innerhalb kürzester Zeit ja eine Entscheidung trifft, wie man nun defensiv vorgehen kann. Vieles geschieht intuitiv, das ist klar, aber einige Dinge wollen halt gut geplant werden. Ich denke, da hat Kopenhagen Wolves den großen Vorteil, dass sie natürlich wirklich sagen können, okay, wir wollen jetzt einen Fight initiieren. Oder es gibt halt einige offensichtliche Situationen, wenn zum Beispiel Unlimited es schafft, mit der Ultimate zum Beispiel Curb zu treffen, weiß jeder, was zu tun ist. Also da ist natürlich die Hardfokussierung wichtig. Sie sollten ihn aber auch dann wirklich erledigen, weil es ist natürlich so, dass man sich dann auf diesen kleinen Zwerg stürzt und er die Bombe auch direkt auf sich selbst wirft und damit abartigen Schaden anrichtet, und das muss man ja auch in irgendeiner Form kompensieren. Wow, Kauta hat da sehr, sehr verhalten, also hat sich sofort mit dem Fleisch zurückgegeben, den Fight nicht mal ansatzweise erzwingen wollen, wo der doch vorhin so gut aussah, aber bleibt vorsichtig, das denke ich auch eine richtige Entscheidung. Ja, sein Team war nicht in der Nähe, und wenn du im gegnerischen Jungle bist, dann ist es natürlich so, es ist wahrscheinlicher, dass dein Team viel langsamer ist als das Team des Gegners. Es ist schließlich ihr Gebiet, sie sind eigentlich immer in der Nähe. Deswegen war, denke ich, die richtige Entscheidung. Er spielt es halt super sicher an der Stelle, er will einfach nichts riskieren. Muss er auch nicht, allerdings ist es natürlich, es ist nicht so gut für dich, wenn du natürlich deinen Flash nicht hast, weil Flash kann man ja nicht nur defensiv verwenden, sondern auch aggressiv. Und Je aggressiver, je mehr Möglichkeiten du hast, um aggressiv vorzugehen, desto besser natürlich für dich. Wobei man ja auch sagen muss, dass er natürlich eine hohe Grundmobilität mitbringt. Also da schon mal einen natürlichen Vorteil, zumindest Curb gegenüber hat, das ist offensichtlich. Das Spiel selber beruhigt sich sehr, sehr stark. Also in knapp einer Minute wird dann der nächste Drake erscheinen. Ich denke, beide versuchen sich da so gut wie es geht darauf vorzubereiten. Bezogen auf die Items können wir sehen, dass das Embrace bereits für Curb zur Verfügung steht. Also er kann sich auch mit dem Mana-Schild ausschalten. Airwix hier ganz alleine in der Mitte, kann sich aber sehr, sehr gut behaupten. Er hält verdammt wieder aus. Jerry mittlerweile hier mit dem Hook dabei. Die Frage ist, Long Range von Kevin versucht, damit der Laterne zu kommen. Jetzt hier das Re-Engage-Potenzial. Dabei wird sofort zerrissen. Keine Chance. Das ist natürlich eine super Position, um hier für die Kopenhagen Wolves zu kämpfen. Genau in einer Linie. Schön die Graves Ultimate auch reingedonnert. Keine Chance. Ich denke auch, Krautzart. Oh, da kommt ja noch weg. Wäre beinahe hier von den Wölfen zerfressen worden. Hat das Ganze aber geschafft. Und das war natürlich ärgerlich. Warum ist der Kevin nochmal rein? Ich denke, er hat nicht gesehen, dass sein Mid-Laner nicht da ist. Das ist nämlich das Problem gewesen. Six, wir sehen es auf der Minimap, ist ganz oben, alleine. Es war nicht mal ansatzweise in der Nähe. Dann, wie du schon sagtest, an der Position zu kämpfen, war gut für Graves, weil er jetzt gleich alle mit dem Graves-Ulti trifft. Und das ist an sich schon mal richtig schön. Da ist wirklich alles schön in einer Linie drin. Macht sehr viel Schaden. Allgemein konnten die Spells sehr schön aufgereiht werden. Und das ist natürlich immer so ein Problem. Das Six-Ulti hat eine gewisse Verzögerung. Und deswegen kannst du es auch nicht immer genau treffen. Ganz besonders, wenn du es aus einer ganz schönen Entfernung wirfst. Und Six hat einfach nur Leona getroffen. Er war also überhaupt nicht vorhanden in dem Teamfight. Und Six ist einfach so der Mittelpunkt dieser Strategie von Millennium. Deswegen, keine Ahnung, Kevin hat anscheinend echt nicht mitbekommen, dass sein Midlaner nicht da ist. Da muss man halt sehr, sehr vorsichtig sein. Natürlich, man denkt, dass er aushelfen kann. So, da ist auch die Ultimate so relativ attraktiv. Aber es ist halt, wie du es bereits erwähnt hast, super schwer, das Ganze zu koordinieren. Also da müssen sie vorsichtig sein. Allein schon die Gesamtkombination hat jetzt für das Team von den Kopenhagen Wolves wirklich wunderbar hingehauen. Sie sind jetzt wieder vom Gold herangekommen, haben aber nicht die Möglichkeit genutzt, den Drake zu machen, beziehungsweise sahen sich da im Nachteil sicherlich hier den Turm vernichtet. Das heißt, das Gold gleicht sich wieder, immer wieder hin und her aus. Aber Turmverlust ist natürlich ein bisschen unangenehmer für Millennium, zumal sie auch von den Drakes ja jetzt noch genau gleich stehen. Unlimited hier ein bisschen auf der Jagd. Aber wie gesagt, Thresh kann da sehr, sehr gut für Entspannung sorgen. Ich denke, der Drache war an der Stelle mehr wert für Millennium, weil die Outer Turrets wirst du auf die Dauer hin verlieren. Wenn der Gegner die Kombination hat, die agiert, wie wir es schon hatten, dann ist es sehr schwierig für dich, alle Autoturrets zu verteidigen, weil die eben, wie der Name schon sagt, eben außen sind. Das sind die Außentürme und du brauchst einfach viel länger, um zwischen den Türmen zu rotieren. Wenn du von dem oberen zum unteren willst, musst du über die ganze Map laufen. Ja. Deswegen auf Dauer, wenn der Gegner es gut macht und
die ganze Sache aufsplittet, wirst du es nicht schaffen, die zu verteidigen. Deswegen nimmst du an der Stelle lieber den Drachen, vor allen Dingen, weil er auch schon mehr Gold wert ist zu der Zeit. Er fängt jetzt auch langsam an, so viel Gold wert zu werden wie ein Berwin. Oh ja. Sogar mehr. Das ist, von daher ist das der Drache sehr, sehr viel wert an der Stelle. Und von daher auch ein guter Trade von Millennium. Kann man schon sehen, dass auch Wulite in der Lage war, sich um den Blue Buff zu kümmern. Also da schon kleine Stilversuche vorhanden. Körbt nun mittlerweile mit dem Lernstab da. Also sein Grundschaden ist jetzt wirklich richtig hoch. Und witzigerweise schnappt er sich seine Abklingzeitverringerung. Er wollte es durch den Blue Buff machen, ist klar. Aber hat sich hier auch mit dem blauen Pot ausgestattet. Das heißt hier nicht nur AP, sondern auch die nötige Abklingzeitverringerung zur Verfügung, um einfach seine Sprüche häufiger zu sprechen bzw. zu verwenden. Spiel beruhigt sich wieder ein kleines bisschen. Man hat sich um den Drake, wie bereits besprochen, gekümmert. Kopenhagen wirft immer noch mit einem Turm mehr dabei. Also die haben die ganze Botlane schon mal eingerissen, worum sich natürlich Kauthard gekümmert hat. Und jetzt muss man natürlich schauen, dass man vielleicht jemanden findet, der irgendwie sich schlecht positioniert. Wobei natürlich auch beide Teams da wirklich vorsichtig bleiben. Wir nutzen das, um ein kleines bisschen auf das Item-Bild einzugehen. Oh, Unlimited wird er hier nochmal gezwungen zu flashen. Man sieht doch hier sofort wieder die Feuerprobe auf der Seite von Diona. Versucht dann natürlich so viel wie möglich natürlich zu heilen. Oder eventuell denjenigen zu retten, der vielleicht im Hook von Thresh getroffen wurde. Ja, ich denke, an sich ist die Feuerprobe hier nicht so das perfekte Item, weil die Gegner nicht so viel CC haben. Da wäre vielleicht eine Aegis besser gewesen, um allgemein dem ganzen Team mehr Magieresistenz zu bringen. Und jetzt müssen wir ja schon aufpassen. Kevin hat keinerlei aggressive Items, aber trotzdem kann er ja so... Kirk wurde da aber hier von Airwax, habe ich ganz alleine vernichtet, hat sich da sehr stark drauf gesichert, auch wunderbar von Wulite steuert damit. Der Ultimate rein, Solar Flare sitzt auf Kevin. Aber er kann der Situation entkommen. 1-1, beziehungsweise 2-2 getradet, also komplett gleich. Aber Kirk wurde einfach von Airwax vernichtet. Ja, das an der Stelle, ich denke, Kirk hat da einfach nicht aufgepasst. Vielleicht, ich würde es einfach zu gerne nochmal sehen, die Stelle. Aber ich denke, wahrscheinlich nach oben gerannt ist, nicht aufgepasst hat, nicht auf sich geguckt hat und auf einmal Evelyn so einfach schon mal ein paar Hits rausbekommen hat, ohne dass Kirk das gemerkt hat. Weil eigentlich ist Evelyn nicht so wirklich in der Lage. Sie hat zwar viele Kills, aber... ist trotzdem schwierig für sie, Six alleine rauszunehmen, ohne dabei zu sterben. Zumal er ja auch noch Heal zur Verfügung hatte und auch noch die Aktive von Embrace. Das heißt, Er kann da auch noch einen schönen Mana-Schild erzeugen. Ist natürlich ärgerlich, noch bei der zuerst zu schlafen. Da muss man echt vorsichtig sein. Die Leute müssen hier so gut wie es geht powern. Millennium hat zwar bereits schon 2 Siege auf ihrem Konto, aber sie wollen das Ganze, denke ich, so ein kleines bisschen ausbauen. Kopenhagen Wolves natürlich da moralisch ein bisschen im Nachteil, weil sie natürlich da noch ein kleines bisschen zurückliegen. Wo sie aber wirklich gut dabei sind, ist vom Farm. Wulite, 330 knapp Farm zu den 350 von Creighton. Das ist einfach ein astronomischer Unterschied. Es wirkt sich noch nicht so heftig in den Items aus. Sicherlich ist er beinahe mit seinem Infinity Edge fertig. Das denke ich auch eine sehr, sehr gute Variante. Hook geht offensichtlich daneben. Aber muss natürlich jetzt diesen Vorteil, den Wulite quasi Creighton gegenüber hat, auch ausspielen. Ja, es ist auch schwierig als Graves diesen Vorteil zu nutzen. Jetzt wird es natürlich interessant. Was macht Kopenhagen Wolves? Man konnte es gerade eben schon ein bisschen auf der Karte sehen. Sie haben natürlich nur Wards im gegnerischen Top-Jungle. Da stehen also ein Haufen blauer Wards drin. Sie wollten, denke ich, den Baron forcen, aber kamen nicht dazu. Und jetzt müssen sie aufpassen, dass sie hier nicht ihre eigene Basis verlieren. Solar Flare geht auf Körper, aber es ging daneben. Er wurde sofort hier von der Feuerprobe geheilt. Doch die Laterne ist da, das heißt hier keine Probleme. Youngbuck hier vom Muck getroffen. Die Bombe geht rein. Unlimited war nur am äußeren Ende quasi. Hat er schon gut Schaden erhalten. Trotzdem Magieresistenz, die er stellenweise mitbringt. Jetzt kommt hier noch Kauter dazu. Wird auch da volle Wucht reinkriegen. Die Ultimate kriegt er zwar eine Mutter, aber fällt dann einfach ins. Und Kirp steht hier wunderbar, kann wieder mit den Bomben arbeiten. Keine Chance. Auch Kevin hier, das Frontschwein, verbrennt hier einfach alle nebenbei. Youngbuck hat hier noch ein bisschen überlebt. Hat die Airwax auf jeden Fall Zeit gegeben, nochmal wegzukommen. Unlimited wird, denke ich, auch nochmal das Weite suchen. Aber das war nicht schlecht gemacht. Also 2-1 an sich hier getauscht. Und Millennium wird, denke ich, ohne Probleme sich um den Turm kümmern können. Auch wieder Kevin. Er ist einfach super tanky. Kann hier die Schüsse locker widerstehen. Und das ist so das Problem. Shyvana zurzeit super beliebt. Und es funktioniert auch jedes Mal. Ja, er muss halt keine Damage-Items gehen, weil der Gegner so gut wie keinen magischen Schaden macht. Und er muss auch nicht Schaden machen, weil seine Carries einfach extrem stark sind. Oh, Kirp, du hast hier ganz einfach noch ganz entspannt noch jemanden mitgenommen. Wulite da nicht kräftig genug.
Kopenhagen Wolves haben versucht, sich da noch zu wehren, aber der Inhibitorverlust ist natürlich jetzt grausam. Der Drake ist zwar bald wieder da, aber wir können das hier nochmal in dem Replay sehen. Ja, Yasuo kommt hier rein, hat sich vorher sein Knock-Up aufgeladen an den Geistern, aber er trifft hier einfach niemanden. Er konnte nur die Leute ulten, die von dem Pillar getroffen wurden, aber das reicht nicht. Er muss Ziggs treffen. Das ist das Wichtigste eigentlich, dass er Ziggs trifft. Hat er nicht geschafft und dann ist es so, dass einfach alle Carries noch übrig sind von Millennium und gerade Ziggs und Lucian machen einfach so viel Schaden, dass du dagegen nichts machen kannst, besonders wenn du schon drin bist in ihnen. Du gibst ihnen ja dadurch quasi die Chance, dich dauerhaft anzugreifen und du kannst dagegen nicht so lange tanken, dass du das vielleicht umdrehen kannst, bis deine Fähigkeiten wieder abkommen. Von daher, das ist auch interessant, wie Ziggs einfach allem ausweicht. Ja. Erst der Leona-Ulti hat nicht gesessen, dann der Yasuo-Knock-Up auch nicht. Also die müssen unbedingt Ziggs treffen. Sonst wird das auf jeden Fall nichts. Wobei man auch Jerry loben muss, er hat ihn sofort mit der Feuerprobe nicht nur geheilt, sondern auch wenigstens von der Verlangsamung von Leona befreit. Wenn sie ihr Ultimate ja nicht ganz im Zendun trifft, gibt es eine 80-prozentige Verlangsamung. Das ist schon ordentlich, muss man sagen. Aber wie gesagt, er kam da einfach locker davon. Das ist so die große Problematik. Auch muss man sagen, dass halt Yasuo, wie gesagt, wie du es bei mir erwähnt hast, die richtigen Leute nicht hochwerfen konnte. Er hat zwar Kraton getroffen, also ihn hat es da ebenfalls hochgeschleudert, hat auch guten Schaden erhalten, aber er stand da danach nicht neben ihm, beziehungsweise eigentlich stand er nirgendwo, weil er dann einfach zerfetzt wurde. Und das ist so das Problem. Yambak muss schauen, dass er eine ungefähr gleiche Bedrohung darstellt, wie Kevin es jetzt gerade tut. Und das kriegt er irgendwie nicht hin. Er muss schauen, wenn er die Ultimate auf ihn castet, wird ganz einfach, der wird Trundle, wird einfach nicht mehr sterben, muss man dazu sagen. Aber er hat trotzdem nicht die nötige Effektivität, weil ihm mehr oder weniger die Möglichkeit fehlt, richtig schnell nah an den Gegner ranzukommen, was natürlich Kevin mit der Ultimate locker hinkriegt. Ja, der Unterschied zwischen Trundle und Shyvana ist ja auch noch, dass eine Shyvana sehr, sehr viele AOE-Spells hat, also der sehr viel Flächenschaden macht, während Trundle komplett auf Single-Target fokussiert ist, also wirklich nur ein Ziel treffen kann. Das ist so das ist ein extremes Problem für ihn. Shyvana geht einfach tanky, springt in alle rein und wenn sie halt viele Ziele trifft, dann macht sie auch viel Schaden, weil dieser Grundschaden sich natürlich pro Ziel addiert. Das ist bei Trundle nicht gegeben und somit muss er auch aggressive Items bauen. Können wir schon sehen, dass da hier wieder versucht wird, einfach die Spieler von Millennium zu vertreiben. Auch Unlimited immer weit vorne. Also ich denke, er will da hier mit dem Solar Flare arbeiten, aber Curb, er kann auch gefühlt 600 Kilometern seine Bomben da reinschmeißen. Die sind immer noch effizient. Versucht sich da jetzt auch ein bisschen außerhalb zu begeben. Auch Airwax jetzt wieder am Flankieren. Das geht natürlich mit einer Evelynn wunderbar. Ihr Grundschaden ist relativ hoch. Mittlerweile hat sie auch gute Items, was sie natürlich sehr, sehr kräftig macht. Und die Ultimate skaliert natürlich mit Leben. Jetzt sehen wir schon, dass er da mitten drin ist. Auch Körb kriegt verdammt viel Schaden. Solar Flare geht raus. Man kann sich um den kleinen Zwerg kümmern. Jetzt natürlich die Möglichkeit, ihn zurückzuschlagen. Wulheit kloppt sich hier mit dem Rest. Kann da hochgeweiht werden. Und da Wüstener Knirsch ein Grace relativ wohl. Wird sogar noch am Leben gehalten. Wunderschön gemacht. Das komplette Team von Millennium auseinandergerissen. Und da hat es funktioniert. Airwax. Das gesamte Team flankiert, muss man sagen. Und auch der Solar Flare hat nicht perfekt gesessen, aber Körb ist sofort explodiert und dadurch gewinnt man natürlich den Fight. Perfekt gespielt an der Stelle. Airwax von hinten reingegangen, 4 Ziele getroffen. Hier schon auf Ziggs alleine drauf. Ziggs ein richtig großes Problem. Kautat ist durch alle durch mit seinem Jump und war direkt drauf auf Kraton. Wulight auch noch hinterher. Er war so sozusagen derjenige, der dann ein Ziel nach dem anderen so noch gefinished hat. Also probiert, ihr Leben zu beenden. Ja. Und die Feuerprobe hat ihn da auch so ein bisschen gerettet, weil er war ziemlich low getroppt, ziemlich wenig Leben hatte er nur noch und wurde da nochmal geheilt, dass er den Kampf wirklich übersteht und sich dann auch die Tanks vornehmen konnte. Aber an sich wirklich perfekt gespielt. So müssen sie es spielen. Evelynn geht von hinten rein und dann der Rest folgt einfach. Das ist ihre Kombination und wenn das klappt, ich meine, Curb kann nicht mehr machen als wegspringen oder Sonias anmachen. Du bleibst ja trotzdem auf dem Punkt, wenn du Sonias anmachst. Richtig. Und stehst dann weiterhin in den Gegnern drin. Das ist also ein echtes Problem. Sie müssen also hinter sich unbedingt immer ein Pinkward haben, dass sie sehen, okay, Evelynn ist hinter uns, weil sonst werden sie einfach geflankt.
Und jetzt konnte man auch bemerken, dass Wulat auch sein ganzes Gold ja auch ausgenutzt hat. Er hatte jetzt bereits schon sein komplettes Itembild zur Verfügung. Das heißt, er kann sich höchstens noch mit Tränken betrinken. Und das ist auch aufgefallen. Ganz kurz hatten wir jetzt auch das Gold eingeblendet gesehen. Er hat einfach 3000 mehr. Das ist ein kompletter Gegenstand, den er einfach überlegen ist. Natürlich bringt Creighton ein bisschen mehr sozusagen Utility mit. Das bedeutet, er ist schnell durch das Trinity Force. Er hat die Möglichkeit, die Aktive natürlich auch vom Blade of Druid King zu benutzen, was ja Leben stehlt und natürlich auch die entsprechende eine Laufgeschwindigkeit. Aber es hat nicht ausgereicht. Also die Flankierung war jetzt definitiv der Tod. Und man muss dazu sagen, Combine Wolves kam jetzt hier massiv zurück. Haben jetzt auch den Baron Buff zu ihrer Verfügung und müssen natürlich schauen, dass sie jetzt Gebäude erledigen. Und das wird verdammt schwierig gegen einen Six. Ja, sie probieren es halt über Split Push. Das ist, denke ich, auch die einzige Chance, die sie haben. Sie könnten probieren, hart zu engagen, also wirklich alles reinschmeißen ins Gegnerteam. Allerdings ist das nicht so leicht, weil diesmal kann Evelyn nicht von hinten an die Gegner ranlaufen. Sie kann ja schlecht an Türmen vorbeigehen, ohne gesehen zu werden. Ja. Und deswegen müssen sie es mit dem Splitbush probieren. Haben natürlich dafür auch einen guten Champion, mit dem Yasuo. Es gibt niemanden, der den Yasuo im 1 gegen 1 schlagen kann. Gerade, er hat schon seine Items, er geht selbst durch Shyvana durch wie ein warmes Messer durch Butter. Also, Shyvana überlebt zwar noch lang genug, aber sie wird ihn niemals im One-on-One besiegen können. Das muss man, denke ich, ausnutzen. Man lässt sogar auch Youngbug unten auf der Botlane, also quasi einen dreifacher Push, der hier geschieht. Man will sich so schnell wie es geht um die Türme kümmern. Man muss natürlich schauen, dass man ihnen möglichst viel Schaden anrichtet, denn zurzeit ist es natürlich so, dass sich die Inhibitor-Türme heilen. Das ist super langsam, aber es funktioniert trotzdem. Und man muss dann schauen, dass man halt konstant viel Damage an diese Türme bekommen. Man merkt auch schon, dass da nur noch die Hälfte der AP zumindest in der Mitte zur Verfügung ist. Und man traut sich auch auf der Seite von Millennium nicht reinzugehen, weil, wie du es bereits erwähnt hast, auch die einzelnen Champions einfach stärker sind. Ja, Yasuo findet jetzt keinen richtigen Kontrahenten. Kevin kann sich zwar behaupten, aber es ist jetzt auch nicht übertrieben. Und gegen Trundle zu kämpfen im 1 gegen 1 ist natürlich auch unangenehm. Er stiehlt ja auch die Fähigkeiten, die er quasi an sich selbst vermisst. Ja, sie machen hier mit dem dreifachen Split-Push machen sie es eigentlich genau richtig. Besser kann man es an der Stelle gar nicht machen. Sie müssen halt extrem aufpassen, dass sie dadurch nicht engaged werden. Oh, Jiri wird jetzt hier erledigt werden. Die gesamte Kombination von Wulat insgesamt, der kommt sogar noch mit der Heilung raus. War anscheinend Supporter nun nicht mehr am Leben und das auch 50 Sekunden. Das sind ja schrecklich lange und jetzt muss man dann die Gelegenheit nutzen, um sicheren Schaden an den Türmen anzurichten. In der Mitte wird, denke ich, fallen. Die Bombe von Körper hat jetzt relativ wenig Champions getroffen. Somit der Inhibitor frei. Und wenn man den jetzt natürlich erledigt, ist die Rotation zur Top-Lane oder zur Bot-Lane möglich. Man sammelt sich erstmal zur 5. Also spielt das wirklich ganz sicher runter. Wulat natürlich hier sehr wichtig. Er hat keine große Reichweite. Trotzdem muss er da sicheren Schaden am Inhibitor anrichten. Man hat jetzt keinen Baron-Buff mehr zur Verfügung. Deswegen könnte es sein, dass sie sich zurückziehen wollen, das Ganze sichert. Wulat weiß noch nicht genau, was er macht. Schnappt sich noch einen Pinkward. Hat er auf jeden Fall nochmal seine 30 Gold abgeholt. Aber Combine Wolves machen das wunderbar und haben sich jetzt mittlerweile eine prachtliche Führung aufgebaut. Ja, sie haben den Baron Buff schön ausgenutzt. Wenn man es schafft, in den 4 Minuten, in denen man diesen Buff hat, ein Inhibitor zu kriegen, dann hat sich das gelohnt. Also mehr zu kriegen ist unwahrscheinlich, weil dann ist man sowieso schon so gefeedet und so weit, man liegt so weit vorne, dass man das Spiel sowieso gewinnen wird. Deswegen, wenn man also wirklich gleich im Stand ist, von Leveln und Gold her, dann ist es gut, in einem Baron Buff einen Inhibitor zu kriegen. Besonders wichtig ist das gegen Six, weil wenn die Base einmal offen ist, an irgendeiner Stelle, dann macht es dir das viel, viel leichter, das Spiel zu beenden, als wenn da wirklich noch Türme stehen. Richtig, und ich denke, die wird man sich auf jeden Fall bei dem nächsten Versuch in irgendeiner Form kümmern wollen. In 2 Minuten ist der Baron da, das heißt, Millennium versucht es natürlich gerade, die Midlane so weit wie möglich rauszudrücken, damit da hier die Supermen jetzt natürlich noch ein bisschen länger brauchen. Es ist möglich, sich hier auf jeden Fall noch zu behaupten, keine Frage, aber es wirkt halt gerade sehr, sehr unangenehm, weil auch die einzelnen Champions mittlerweile ihr gesamtes Potenzial entfalten können. Das gilt für Kauter, das gilt für Wulat. Sie müssen sich einfach keine Gegenstände mehr kaufen. Wobei das auch natürlich eine Konsequenz hat, und zwar jetzt müssen sie richtig gut spielen. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch, den Vorteil nicht wieder abzugeben. Das ist eigentlich wichtig, weil du kannst dich nicht weiter verbessern. Es gibt nicht mehr viel in deinem Team, was du noch brauchst an Gold, an deinen Gegenständen vor allen Dingen. Und dadurch bleibt dein Power-Level, also deine Gesamtstärke als Team, im Moment genau da, wo du bist.
das ist halt ein echtes Problem. Wenn sie jetzt also einen Fehler machen und den Gegner wieder zurückkommen lassen, dann, ja, dann sind sie eigentlich gleich auf. Und dann ist es so eine Frage, wer hat da einen besseren Blick für die Engages, für die Teamfights? Wer ist da wirklich besser darin, diese Situation zu schaffen, dass die Carries ihren Job erfüllen können? Und zurzeit macht das aber auch Kopenhagen Wolves sehr gut. Also man sieht da definitiv einen Vorteil. Interessante Entscheidung für Cotton Eggs. Er hat sich für das Guardian Angel entschieden. Also sicherlich das Thornmail nicht schlecht. Also Dornpanzer da wirklich nützlich, um natürlich entsprechenden Schaden zurückzuwerfen. Das ist klar. Vielleicht nicht gegen Graves überragend. Einfach nur, weil er natürlich mit Fähigkeiten arbeitet. Oder viel mit Fähigkeiten arbeitet. Aber hier natürlich auch versuchen will, normale Angriffe durchzuführen. Können wir schon sehen, dass das Spiel mittlerweile einen sehr, sehr hohen Wert angenommen hat, bezogen auf die Zeit. Also 45 Minuten ist schon ordentlich. Es sind noch ganz gute Kills gefallen insgesamt. Es ist halt, es wirkt ausgeglichen, aber wenn man auf das Gold schaut, stellt man fest, dass der Millennium wirklich gut dabei ist. Cornex hat sich da jetzt erwischen lassen, ist noch weit weg von der Laterne, kommt aber noch dazu. Jetzt sehen wir schon, wie viele Leute hier ganz einfach hier so hochwerfen kann. Macht super viel Schaden. Youngbug geht es ebenfalls noch gut. Jerry mittlerweile sehr, sehr versucht, sich da zu schicken. Cornex wurde nochmal wiederbelebt, hat aber, denke ich, keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Kopenhagen Wolves drehen ja vollkommen durch. Kein einziges Teammitglied hier verloren und werden sich auf jeden Fall um den Nexus kümmern. Sieht ihr schon, dass der Youngbug ganz vorne mit dabei ist. Heilt sich natürlich jedes Mal, wenn größere Ziele neben ihm fallen. Das heißt, er übersteht die Kämpfe ohne Probleme. Man wird sich hier super schnell um die Türme kümmern können. Und Millennium wurde da einfach in den Fights erledigt. Gerade das Counter hat wieder so viele hochgeworfen hat und natürlich dann parallel dazu Schaden anrichtet. Führt dazu, dass die Kopenhagen Wolves auch ihren ersten Sieg erholen. Millennium mehr oder weniger von ihrem kleinen Mini-Thron nach dem ersten Tag gestürzt. Ja, das ist wieder mal der Baron, der das Spiel so ein bisschen entscheidet.